Hallo und willkommen zurück zu Interstellar Space Genesis. Und bevor wir loslegen, möchte ich noch gerade anmerken, dass die Entwickler hier extrem eifrig bei der Sache sind. Es hatte heute alleine zwei Patches gegeben und ich hatte da beispielsweise, also zuerst wurden irgendwelche kleineren, ja, mechanischen Sachen gefixt. Und danach hatte ich dann noch was gepostet im Forum, von wegen, hier sind noch Typos und ja, bams, Stunden danach, neuer Patch, Typos gefixt. Also das ist schon sehr krass. Gut, wir fangen jetzt mal ein neues Spiel an. Und die werde ich jetzt wegklicken. Und dazu werde ich den Schwierigkeitsgrad Impossible wählen. Ich werde außerdem, achso, was ich in dem Einführungsvideo nicht gezeigt hatte, ist der Customization Screen, wie man die Charaktere zusammenklicken kann. Da werde ich aber jetzt auch nicht im Einzelnen drauf eingehen. Ich werde jetzt hier einfach, um ein bisschen, ja, ich sag mal, Vergleichbarkeit zu schaffen, werde ich jetzt einfach die vorgefertigten Menschen nehmen. Bei anderen Spielen, ich glaube auch bei Master of Orion ist es so, wenn man selber Charaktere oder hier sein Volk zusammenbaut, dann sind die schon etwas imber. Was ich mir da zusammengebaut hatte, das kann ich hier mal zeigen, ist, dass ich einfach ein bisschen Ground Combat runtergenommen habe. Ich habe dann Utopia angemacht, um damit ordentlich Boni abzukassieren, außer Weapons Research geht da runter, aber die anderen Research, die gehen massiv hoch. Dann habe ich außerdem Medium G-World, was halt plus minus null ist, Subterranean, damit kann man halt 50% mehr auf dem Planeten unterbringen, mit Master Architects auch nochmal 2 Infrastructure Capacity mehr auf dem Planeten bringen. Und dann habe ich halt nochmal Small und Poor Homeworld. Da muss man halt die Heimatwelt schnell verlassen, aber ansonsten und easily seen, was halt ein Malus auf Spionage ist. Aber hiermit würde man halt auf allem anderen wesentlich mehr Leute platzieren können. Und wenn man dann einfach auf Sachen geht, die auf Pop basierend sind, also 1 Produktion mehr pro Population und so weiter, würde man halt massiv davon profitieren. Also das wäre jetzt meine Idee gewesen, wenn ich hier denn eine Custom Race spielen würde. Mache ich aber jetzt nicht. Ich werde jetzt einfach die Humans nehmen, die halt Demokratie haben, also 4 Turns, um einen zu integrieren. Economics und Construction Research, bekomme ein bisschen mehr Geld, was man natürlich auch in Forschung und so weiter umwandeln kann. Na, Medium G-World und Charismatic für Diplomacy. Ich mache das hier außerdem aus, weil das, finde ich, einen unfairen Vorteil geben würde. Wir können die anderen außerdem zum Frieden zwingen, was sicherlich auf dem Schwierigkeitsgrad sehr hilfreich wird. Und wir haben Prestige, womit wir einen Leader ja, triggern können, dass wir da einen bekommen. Ich kann im Vorhinein schon sagen, das werden wir failen. Also ich werde hier auf keinen Fall gewinnen, es sei denn, das Spiel ist wirklich verdammt, also die KI ist verdammt schlecht. Ich werde außerdem auf der Gigantic Map spielen. Einfach so groß wie möglich. Und das gibt uns natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, bis wir überhaupt auf andere treffen. Und ja, Tech Brokering mache ich jetzt hier mal an. Bin mir aber nicht sicher, ob das dann wirklich eine tolle Option ist. Aber so wird jetzt erstmal das erste Spiel ablaufen. Hier, das werde ich auch alles auf Standard haben. Und da könnte man, wenn ich dann halt ein bisschen besseres Gefühl habe, kann man sich halt überlegen, ja, passt man da was an. Aber so denke ich mal, ist ein vernünftiges erstes Spiel, was halt verhältnismäßig repräsentativ ist. Außer natürlich hier der Schwierigkeitsgrad. Ich glaube nicht, dass die meisten Spieler hier auf Impossible direkt mal loslegen würden, aber das ist halt hier mein Stil, sage ich mal. Also, legen wir los und schauen wir mal. Wir sind President Hiram Sol. Ja, auf geht's. Achso, und hier hatten wir das mit dem Schild, dass der Schild geteilt wird von dem Titan, aber die können wir sowieso, wahrscheinlich kommen wir da eh nicht zu, bis das wir den Bauern nicht hätten, sondern dass da vorher schon vernichtet werden.
Missiles can be a very powerful weapon in your arsenal. You do not need to research them from the get-go, but do not ignore their value in the long run. Mm-hmm. Emperor, your adventure begins now. On this screen, you can... Ja. So, ja, das ist jetzt ein bisschen größer. Hier kann man auch mit der linken Maustaste ziehen. Aha. Ist allerdings insgesamt immer noch nicht wahnsinnig groß. Also, finde ich. Also, wenn man sich dahin im Vergleich mal Galactic Civilizations beispielsweise anguckt, hat man da halt ein anderes Verhältnis zu, weil die, weil das ganze Universum halt viel größer ist, als es hier ist. Und das ist jetzt schon das Größte. Was jetzt nicht heißt, dass das zu klein ist für das Spiel, aber ich mag es halt da schon ganz gerne, wenn es riesig ist. Ja, was haben wir hier? This panel describes the unexplored object that you've selected. Ja. Ich lasse das Tutorial hier mal an für Sachen, die eventuell mal neu dazukommen, die ich noch nicht kenne, falls es da noch was gibt. Orange ist das normale orange Star, bloß dass der halt hier in der Suppe drin hängt. Na gut. This is a system view screen. Wir haben hier einen Gas Giant und wir haben einen Asteroid Belt, No Outpost. Da könnten wir theoretisch eben Asteroid Mining hinschicken. Das wäre halt dann auch eine Möglichkeit, das zu erforschen. Dann, ja, hier sieht man schon, dass es ein bisschen größer ist. Wir könnten entweder das hier uns anschauen, unser eigenes Gebiet weiter erkunden. Oder wir nehmen irgendeinen Sektor, der ein bisschen außerhalb ist. Aber die sind jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant, muss ich sagen. Weil die meisten hier gar keine Sterne drin haben. Und da werden wir sowieso sehr schnell rumfliegen. Ich werde deshalb einfach mal das hier dann komplett auserkunden. Und dann werden wir einfach die Charaktere, die Flugis mal darüber schicken. Moment. Oh, der ist auch noch da drin. Aber da können wir halt überall recht schnell hinfliegen. Also ich fliege mit einem dahin. Ah, vielleicht wäre es da sogar sinnvoll, das Kolonieschiff zu nehmen. Dann kann der da die drei erkunden. Es kann natürlich auch sein, dass der jetzt verendet. Da habe ich jetzt noch keine Erfahrung mit, wie risikohaft das ist. Das ist dann außerhalb, genau. Und der fliegt dahin. Und dann werden wir da mal erkunden. Dann gucken wir uns die Forschung an. Und da könnten wir, dadurch, dass wir halt noch nichts anderes entdeckt haben und auch noch nichts woanders was draufbauen können, macht halt hier jetzt noch eine Auswahl keinen großen Sinn. Wir haben hier einen Economic, einen kleinen Bonus. Construction haben wir auch einen Bonus. Da würde es vielleicht Sinn machen, die Robotic Factory zu bauen. Da würden wir einen 10 bis 30 Production Bonus bekommen. Und abhängig vom Planeten würden wir... Moment, da gucken wir jetzt mal drauf. Das ist jetzt die Erde, beziehungsweise Sol 3. Können wir ja mal jetzt Erde umbenennen. Oder halten wir das mal auf Englisch. Earth. So. Und hier haben wir sufficient. Mineral richness ist sufficient. Da fällt mir gerade auf, selbst als ich das auf pur gestellt hatte, hatte ich das auf sufficient, glaube ich. Da müsste ich nochmal ausprobieren. Jedenfalls würden wir dann mit der Robotic Factory 20 Produktion dazu bekommen, flat drauf. Wir müssten natürlich dieses Ding vorher bauen, aber das ist, denke ich, ganz sinnig. Und dann müssten wir uns noch überlegen, was wir denn hier machen. Es macht
glaube ich, Sinn, hier immer aufs Volle zu gehen, weil man ansonsten im Endeffekt, also so kommt man halt immer schneller zu irgendeinem Ziel, was man gerade hat. Wenn man einfach nichts tut, damit hat man halt keinen Boost, der irgendwann einsetzt. Wenn ich jetzt das hier mache, dann haben wir in 13 Runden das. Wenn ich das hier mache, haben wir in 17 Runden das. Und das gibt natürlich dann einen Boost insgesamt dazu. Wenn wir das in der Mitte haben, dann haben wir... Ja, passiert einfach gar nichts für 23 Runden. Und dann tritt halt auch kein neuer Faktor in Kraft, der das weiter beschleunigen würde. Also macht das hier schon irgendwo, denke ich, am meisten Sinn. Die Frage wäre dann natürlich, was man denn hier von der Infrastructure als nächstes haben möchte. Das müssen wir zwar jetzt nicht entscheiden, aber das würde natürlich schon irgendwo Sinn machen. Wir könnten beispielsweise, die hier werden beim Terraform, wenn wir Terraform würden, was hier jetzt keinen Sinn macht, dann würden die auch überschrieben werden quasi, dann würden die, glaube ich, wieder zurückgesetzt werden. Damit würden wir 15% Planetary Engineering, wenn wir alles haben, wir haben Eco Engineering, Terraforming, Planetary Engineering, to all support ships in the Empire und Research Points per Pop Unit to Planetary Engineering Research. Klingt jetzt alles nicht so wahnsinnig. Also 25% Eco Engineering, das macht halt schon, glaube ich, Sinn. Das ist Planetary Engineering, oder? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube aber, das zählt hier rein, Eco Engineering, ja. Also würde man da mit im Endeffekt schneller Bevölkerung bekommen. Wir haben 6 von 12 Bevölkerung, 3 von 7 davon. Und dadurch, das hier ist von den Menschen vorgegeben. Also es ist halt von den Völkern grundsätzlich hart vorgegeben. Das kann man auch nicht wechseln. Was halt bei der ersten Kolonie, ich weiß nicht, ob das bei neuen Kolonien auch so ist, aber bei der ersten Kolonie sind halt 3 Infrastructure Points schon gesetzt und hier haben wir jetzt 2 Civil Engineering und ein Aerospace. Ich glaube, bei der Nova-Fraktion hat man direkt 2-mal Planetary Engineering. Wir könnten beispielsweise das hier machen, dass wir schnellere Building Construction haben und ja, damit könnten wir dann unsere Roboter-Dingsters schneller bauen. Man muss natürlich bedenken, wir haben auch nur 7, die hier insgesamt reinpassen, also da, ja, wäre dann auch die Frage, was da, womit wir da spezialisieren wollen. Man könnte natürlich jetzt für die Forschung auch überlegen, auf Asteroid Mining zu gehen. Wir hatten ja dieses Asteroidenfeld, da würden wir einen Freighter bekommen. Die Forschung geht aber grundsätzlich ziemlich schnell und wir könnten das auch beides machen. Also wir können zuerst Factory machen und dann Asteroid Mining. Oder wir machen zuerst Asteroid Mining, dann können wir so lange das Dings noch erforschen. Würden uns das hier mal anschauen. Moment, kann ich das wieder unmarkieren? Ja, machen wir hier Asteroid Mining. Dann nehmen wir später die Robotic Factory, wenn wir das bereits einmal erhöht haben mit der Production, mit dem Boost für Dings, für Gebäude. Und dann machen wir so lange Asteroid Mining, bekommen wir auch einen freien Frachter und können dann einen Asteroid Belt exploiten, den wir ja da in der Nähe haben. Dann können wir uns das auch mal anschauen. Und dann machen wir das danach. Was wir außerdem machen könnten, das war dieses Economic Capital. Bekommt man halt mehr Tax Revenue. Aber, Moment, irgendwo... Cultural... Gab es nicht irgendwas mit Produktion? Ne. Planetary Improvement. Wahrscheinlich machen die sowieso Sinn, dass man die alle irgendwann baut. Deep Core Mine. Ich bin gerade am gucken, ob's... Es gibt ja hier dieses... das hier ist ein Empire Project. Only one in Empire. Imperial Space Academy. Und sowas gibt's auch wie Technological Capital, das ist auch Only One in Empire. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt das auch sowas für Produktion gibt. Das hier ist Kultur.
Supercomputer. Freighter Port. Production from Astral Production Exploitations. Ja. Amusement Park. Only one in game. Okay, das ist ein Weltwunder quasi. Civilian Quarters. Galactic Knowledge Exchange. Ist auch nur eins im Spiel. Plus 20 Research Treaties. 20 Research Punkte. Ja. Orbital Research Labs. Customs Dock. Spaceport. Okay, da ist aber nix. Und da sind wir auch ziemlich schnell durch. Relations with all Empires. Quantum Research from Black Holes. Ultra Economics. Ja. Da ist aber nichts. Da sind noch einige Sachen, die ein bisschen weitergehen. Death Ray. Da ist aber auch gar nichts drin. Extremely powerful and cohesive energy beam. Very expensive. Also, es ist halt nur dieses eine Ding, was da drin ist. Was hätten wir? Ja, die Produktion, die könnte halt dann hier unten noch sein. Planetary Improvement, aber das scheinen ja alles Planetary Improvements zu sein. Deep Core Mine ist auch Planetary. Eventuell gibt's das auch gar nicht. Also, das ist dann. Das ist sowas, gibt was. Ah, hier, Empire. Intelligence Headquarters, das scheint aber was anderes zu sein. Spy Missions. Ich weiß jetzt nicht, was das in Construction zu suchen hat, aber okay. Microgravity Converter, Heatsink, Battle Station, Conglomerate, Galactic Wonder. Das ist auch wieder so ein Weltwunder. Also da muss man sagen, hat Civilization und auch die meisten anderen 4X-Spiele, oder ich sag mal, die, wo halt ein bisschen mehr Geld drin steckt, die haben halt hier das deutlich einfacher gemacht, indem die hier Symbole und so weiter dran gemacht haben, womit man das deutlich besser erkennen kann, was für was gut ist. Chance of finding something in ruins. Da haben wir Symbole. Aber das ist ja. Das sind die einzigen. Na, da oben ist noch eins: Wormhole Stabilizer. Weil das ist, glaube ich, einfach, weil wir dafür diese Spezialressourcen brauchen. Marine Ports, Titan Construction. Ja. Also, es gibt anscheinend kein großes Gebäude, was von den, also kein Galactic-Gebäude, was die Produktion verbessert. Deshalb, werden wir das einfach mal mit Asteroid Mining versuchen. Und damit hätten wir hier auch alles eingestellt, denke ich. Und was wir jetzt noch machen könnten, ist zu überlegen, ob wir das nicht sogar beschleunigen. Dass wir sagen, ja, wir könnten hier nochmal reingucken. This is the space. Ja. Weil im Moment haben wir hier 30% auf Forschung und 10% das und 10 Geld haben wir. Aber gerade am Anfang kann man das halt, könnte man die halt in 4 Runden bekommen. Das macht jetzt aber auch nicht wahnsinnig großen Unterschied in dem Fall. Und hier könnten wir das auf 3 Runden reduzieren, statt 4, wenn wir das auf 30% lassen. Wäre eine Option. Weil das Geld, das brauchen wir, also das werden wir auch brauchen, um die Söldner anzuheuern, oder die Leader, oder was auch immer. Aber das brauchen wir aktuell nicht, und wenn wir das damit beschleunigen könnten, jetzt wäre das natürlich noch interessant, was wir hier eher brauchen könnten. Vielleicht wäre das auch eine Idee, halt hier einfach diese Kolonieschiffe möglichst schnell rauszukloppen. Wobei 2 Travel Speed natürlich auch nett ist. Damit bekommen wir ein Production für alles, was auch nett wäre. 2 Outpost Chips, weiß ich nicht. Und die hier ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so wahnsinnig sinnvoll für den Anfang. 1 Production pro Population. Ich meine, da können wir später ja immer noch nehmen. Wenn wir hier erstmal zusätzliche Kolonieschiffe raushauen, wäre das sicherlich auch nicht verkehrt. Aber dazu müsste man natürlich auch erstmal was zum Kolonisieren haben und aktuell haben wir noch nicht mal unser Schiff irgendwie weggestellt. Also unser Kolonieschiff, was wir schon haben. Also ich werde hier mal hingehen und das einfach so ändern, dass wir das in 3 Runden haben.
Und ich meine, theoretisch könnte man das auch so reduzieren. Und können wir das hier auf 2 senken? Nein, können wir nicht. Dann halten wir das so. Und dann sind wir auch in der nächsten Runde. Ja. Da hat sich jetzt auch entsprechend nichts getan. Und dann können wir auch einfach weitermachen. Man kann die im Übrigen nicht woanders hinschicken, wenn die noch auf dem Weg sind. Also die müssen erst ankommen, damit irgendwas anders geht. Ja, weiter. Und was haben wir da entdeckt? Da scheint das ein Gasplanet, oder? Ja, Gasgigant. Der kann jetzt nicht mehr woanders hin, richtig? Achso. Ja, der könnte jetzt wieder zu seinen Freunden zurückfliegen. Könnte auch hier oben hin, aber schlussendlich hängt der hier erstmal fest. Der könnte später halt die Sachen erkunden, wenn da denn was wird. Da ist ein Wurmloch. Da können wir aber noch nicht sehen, wo es hinführt. Ich weiß auch nicht, ob man das überhaupt irgendwie nutzt, wie man das nutzen kann. Ob man da jetzt schon reinfliegen könnte, theoretisch. Also wir haben hier einen Planet, das kann man jetzt hier auch umschalten. Wir haben einen Swamp-Planet und einen Desert-Planeten. Also die könnte man theoretisch beide besiedeln. Und vielleicht wäre das auch gar nicht so schlecht. Wir haben halt, was haben wir hier? Das ist das Kolonieschiff. Und das ist unser Erkundungsding, der könnte darüber juckeln. Nein, das war schon richtig. Ich wollte eigentlich nur dahin fliegen. So. Und, ja, wir könnten theoretisch hier von schon eins einfach aufbauen. Optala, der ist huge. Wir können nicht sehen, wie viel Mineralien der drin hat. Aber die wären beide wahrscheinlich schon nicht ganz schlecht. Also Tolerable und Medium G, also das ist beides eigentlich gut. Die Frage ist jetzt, ob wir diese Zusatzrunde investieren wollen, um da hinzufliegen. 2 Runden. Oder ob wir da jetzt einfach schon die Kolonie bauen und dann da ein zusätzliches Kolonieschiff hinknallen, was wir hiermit ja auch for free bekommen würden. Also ich denke mal, ja, dann können wir hier schon mal einfach eine Kolonie gründen. Da weiß ich jetzt nicht, wie das überhaupt funktioniert. Ach, das können wir natürlich nicht machen, weil ich das noch gar nicht erforscht habe. Dann können wir den auch rüberschicken. Wir müssen noch die eine Runde erforschen für Asteroid Mining. Und dann werde ich hier das für Swamp erkunden. Vielleicht finden wir hier natürlich sogar noch was Besseres. Fleet Report, ja. Fleet Report, Fleet Report, bla 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 bla. Ja. Und der bleibt ja unten stehen, bis wir die Reichweite irgendwann verbessert haben. Aha, weiter. So. Da haben wir jetzt die neue Forschung. Research team have completed their work in the economics field. Can create exploitations on asteroid belts. One free freighter fleet. Free freighter granted only when tech is researched by player. Ja. Das haben wir jetzt hier oben. Da steht jetzt freighter fleets. One freighter fleet available to transport population or cargo for a total of 1. Ship support consumption 1. Ja, 1 und 1 Frachtern. Also wir haben eine Frachterroute. Und die haben wir noch offen. A freighter fleet comprises several large starships, which are designed to carry goods in bulk. For example, to carry raw materials from mining sites to colonies. Freighters can also be used to serve as transports to carry migrants across colonies. Some asteroid exploitations require one freighter fleet to be assigned to the designated colony to deliver cargo. The total of amount of freighters required by Empire migration is the total amount of emigrating colonies times the total amount
Ja, es macht ja eigentlich Sinn, times total amount of immigrating colonies. Das heißt, wenn man einen Planet hat, wo man einstellt, da sollen die Leute von auswandern, und zwei Planeten, wo man einstellt, da sollen die Leute hinwandern, dann braucht man entsprechend zwei. Hat man zwei, wo sie rauswandern, und zwei, wo sie reinwandern, dann können sie natürlich auch überkreuzen, deshalb bräuchte man 2x2, also 4. Ich weiß aber jetzt nicht, wie das hier mit den Asteroid Belts funktioniert. Also wie wir die minen können. As soon as an outpost is established, the Asteroid Belt can be exploited in several ways. For its mineral wealth to boost production as well as a commodity, also valuable for the volatiles content required for most planetary engineering operations. The larger the asteroid, the more resources can be exploited and the corresponding benefits will be. Ja, also da bräuchten wir anscheinend auch noch einen Outpost. Da weiß ich aber jetzt nicht. Can create exploitations on asteroid belts. Raw materials from asteroids minerals can be mined from an asteroid and then used to boost production for scientific study. Ich denke, da müssen wir erst noch ein Schiff, einen Außenposten Dingsbums Schiff bauen. Outpost Ship. Da haben wir natürlich jetzt überhaupt nichts drauf. Wir können das testweise jetzt einfach mal da drauf setzen. Würde 23 Turns dauern, bis das fertig ist. Das ist also auch so eine Sache. Also, gelernt, das am Anfang zu erforschen mit den Frachtern war auf jeden Fall komplett unsinnig, weil man den noch überhaupt nicht verwenden kann. Also, wenn ich hier keinen Outpost machen kann, wo ich damit irgendwas einstelle, dann... Outposts can be built on planets, asteroid belts to exploit asteroid resources, gas giants and accretion disks around the dead stars. Ja. Yeah. Okay. Ja, yeah. Also das war auf jeden Fall sinnlos, weil wir jetzt schlussendlich mit diesem neuen Bonus noch überhaupt nichts anstellen können. Was ich jetzt erforschen könnte, wäre hier das... Have access to the colonization tech. Ja, das ist aber Swamp. Dann erforschen wir jetzt mal ganz schnell noch Swamp Colonization. Und das haben wir in 6 Runden. Können wir noch weiter beschleunigen. Dann haben wir es in 5 Runden. Und in einer Runde haben wir außerdem das hier. Da müssten wir dann überlegen, ob es Sinn macht, da schon ein Kolonieschiff zu holen oder das erst beim nächsten Mal, weil schlussendlich das Kolonieschiff sowieso rumstehen wird, bis wir die nächste Forschung dann auch noch abgeschlossen haben. Weil wir haben jetzt dann Swamp Colonization und wir bräuchten ja auch noch Desert Colonization und das würde aber doppelt so teuer werden und damit entsprechend ja, dauern. Der oben ist noch nicht angekommen. Der ist da. Wir haben Space Culture Level Up, ja. Hier können wir jetzt was aussuchen. Also das neue Kolonieschiff macht an der Stelle, glaube ich, noch nicht viel Sinn. Wir können einfach die Produktion erhöhen. Oder wir holen uns jetzt die Outpost-Ships. Damit hätten wir dann zumindest diese Forschung nicht so früh umsonst gemacht. Wir könnten also direkt ein Schiff zu den Asteroid-Belts hinschicken. Und das mache ich jetzt auch an. Ne, Moment, das machen wir nicht. Culture Perk instead of... Danach könnten wir das hier nicht mehr wählen. Die Frage ist, wie viele Outpost-Chips man insgesamt bauen wird. Wir haben jetzt da jeweils nur einen Planeten und keinen weiteren Gürtel. Gaslands cannot be colonized, only Outposts can be built here. Da könnte man einen Outpost drauf bauen. Müsste man jetzt noch sehen, was man da bekommt. Weil das hier ist natürlich schon ein extrem fetter Bonus, den man dann darauf verzichten würde. Aber wenn natürlich alle einfach doppelt so schnell sind, man zwei geschenkt bekommt. Also die Abwägungen hier, die sind schon sehr cool. Also das sind, alles fühlt sich hier echt mächtig an. Von daher, das ist immer eine sehr schöne Entscheidung, nimmt man das oder das. Also wenn beide Sachen
schwach sind, dann ist es irgendwie, ja gut, dann nehmen wir jetzt einfach das. Aber bei dem muss man sich halt jetzt echt schon überlegen, was nimmt man von beiden. Und da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, wie viele Outposts bauen wir. Ich nehme jetzt das einfach mal. Wie gesagt, der Anfang war jetzt wahrscheinlich mit dem sowieso schon nicht ideal, aber vielleicht können wir das jetzt damit irgendwie ein bisschen kompensieren. Wir haben jetzt hier also zwei Outpost-Chips. Und jetzt müsste ich aber noch irgendwie herausfinden, wie man denn einen Outpost baut. Wir nehmen jetzt eins dieser Schiffe und dann sagen wir Build Outpost. Wir können das entweder dahin bauen oder dahin bauen. Was eigentlich auch jetzt schon ganz nett ist, dann können wir direkt beides uns holen und eventuell damit massiv unsere Kolonie boosten. Ja. Confirm yet you want to build an outpost on Sol 1. Ja. So. Asteroid Belt Small, no exploit. Asteroid mining is a long and proud tradition of interstellar civilization. And today, you've become another link in that bountiful chain. Simply choose the exploitation option that you feel best serves your empire and sit back as the rewards roll in. Ja, das habe ich jetzt auch noch nie gemacht. You can exploit asteroid belts for the minerals to help boost production on a colony of choice. You can study them and boost research, or you can give permits for others to mine the asteroid to foment trade and charge fees. If your planetary engineering efforts need a boost, you can decide to exploit the asteroid belt for its volatiles, and with that boost, your eco-engineering or terraforming efforts of a planet of your choice. Also wir haben hier Produktion, wir haben Forschung und wir haben Trade, und das ist erst aktiv in zwei Runden. Und für Produktion bräuchten wir aber einen Frachter. Der würde 20 Produktion auf der Kolonie bringen. Wir haben... Da steht jetzt aber nicht, ob das einen 20 Base Bonus, Double Triple Bonus on Medium Large Asteroid Belts. Das scheint aber ja nur normaler dann zu sein. Und die würden hier entsprechend auch dann verdoppelt oder so sein. Do not show again. Okay. Das ist sogar small. Und Colony 20 Basis. Ja. Dann würde ich einfach sagen, mach mal hier die Produktion. Und dann werden wir da halt irgendwas anderes machen. Möglicherweise, wobei da steht jetzt ein Stern. Oder wir machen hier jetzt einfach die Forschung. Mhm. Und dann machen wir da... Ich weiß nicht, ob man das da überhaupt machen kann. Ich mache jetzt da einfach die Produktion. Und assign a colony to this exploitation. Choose colony on the overview panel. Ja. Nehmen wir Earth. Die sind das aber jetzt noch am Bauen. Vielleicht hätte ich das andersrum zuerst machen sollen. Also den zuerst, weil da bauen wir jetzt auch einen Außenposten. Da bauen wir den. Ja. Da kann man nur eine Sache bauen, wie es aussieht. Outpost present. Ha. Huh. Was bringt mir das jetzt? Helium 3. We think this gas giant may have substantial amounts of helium 3 resources accessible for safe extraction. We need to continue exploring the system in order to find out. Vielleicht war das auch ziemlich sinnlos jetzt, da einen Außenposten hinzusetzen. Weil man damit noch gar nichts anstellen kann. Wir können jetzt hier auch sehen, dass wir keinen Frachter mehr übrig haben, weil der eine jetzt das hier schon am Hin und Her bringen ist. Und Outpost established. Outpost established. Outpost ship completed, ja. Der ist noch auf dem Weg. Und das nächste hier würden wir in 18 Runden bekommen. Okay, dann machen wir nächste Runde. Mhm. Der Typ ist jetzt hier angekommen. Und hier haben wir sogar noch einen tolleren Planeten. Das heißt, hier könnten wir auch dieses Kolonieschiff noch brauchen. Das ist Heavy G.
Auch huge. Aber den würde ich dann vielleicht sogar vorziehen wollen. Dann ziehen wir hier das Kolonieschiff ab. Das braucht 3 Runden bis dahin. Ja, ist vielleicht nicht ganz optimal. Das könnten wir theoretisch bei beidem bauen. Also das könnten wir auch hier bauen. Was bringt denn der Malus durch die durch das Dings, durch die Low G, oder High G? Production per Pop Unit, Population Growth reduziert. Was steht denn da sonst noch? Can build colony on production for Pop. Achso, alles unknown, weil das noch nicht wirklich erkundet ist. Da müsste man eigentlich jetzt ein Forschungsschiff bauen oder hinschicken. Das ich natürlich auch nicht habe. Das wäre Survey Ship, das hier. Und das würde aber auch Ewigkeiten dauern, um das halt zu bekommen. Also 8 Runden würden wir erstmal unsere Infrastructure haben und dann können wir andere Sachen noch erforschen, bekommen. Also ich würde jetzt erstmal hingehen. Ein zweites Kolonieschiff. Ja, wir könnten. Das ja macht hier fast keinen Unterschied. Wenn wir das aber so machen würden, würden wir in 12 Runden ein zweites Kolonieschiff bekommen und könnten damit halt dann das andere kolonisieren. Und das hier ist jetzt auf 7 Runden runtergesetzt, was okay ist. Dann könnten wir aber da jetzt schon mal hinfliegen. Und dann bauen wir da einfach die Kolonie auf und dann in 12 Runden bauen wir das hier auf. Und dann ist das hier auch nicht nötig, dass wir das möglichst schnell bekommen. Dann machen wir jetzt hier mal weiter. Und dann haben wir hier gar nichts. Exploitation production is now active in Sol 1. Earth is now receiving precious minerals and processed goods from off-world asteroid mining industries. Das müssten wir jetzt hier auch sehen können. Wir haben eine Production von 139 und wir bekommen from Asteroid Exploitations 20 davon. Also es ist schon ein netter Satz, sage ich mal. Und entsprechend dürfte das jetzt auch ein bisschen schneller geworden sein, aber das gut, bei 6 Runden ändert sich da jetzt nicht viel. Gut, dann der wird dann irgendwann da oben ankommen. Dann machen wir mal weiter. Mhm. Und dann nächste Runde. Aha. Wir haben, erstmal mache ich das hier. Ja, Colonization possible, Remote Exploration Report, more information. Gas Giants. Anscheinend ist auf dem gar nichts. Das heißt, unser Outpost war ziemlich sinnlos. Okay, ja, dann gut zu wissen. Only Outposts can be built here. Ja, das ist natürlich, dann war das nicht so gut. Hier, das ist jetzt vollständig erkundet. Wir können jetzt... Dradus ist in J7. Was ist denn J7? J7 ist der linke. Dann würde ich sagen, erkunden wir das einfach mal und dann gucken wir da näher rein. Wir können sowieso nicht außerhalb von unserem... von unserer Reichweite irgendwas erkennen. Von daher, das passt schon so. Wir müssten theoretisch da erstmal den Außenposten bauen. Wobei das ja jetzt auch passieren wird. Dann könnten wir auch weiter erkunden. Also, würden wir jetzt hingehen, Colony Ship, und sagen hier Colonize. Und dann kolonisieren wir den jetzt einfach mal. Damit sollten ja dann auch eigentlich einige Sachen erkundet werden, weil Unknown, ja... Kolonion, ja, machen wir.
Ja, sehr schön. Da haben wir jetzt eine neue Kolonie. Die sind, die sind jetzt hier Content plus 20%. Aha. Ecological Level. Ah, die haben ein Infrastructure von vornherein. Dann gucken wir uns das mal an. Das können wir selber noch setzen, das erste. Okay. Also es ist noch nicht gesetzt. Wir haben also 20% from ecological level, weil das hier schon auf 2 steht. Morale plus 20 Population Growth. Ich weiß aber nicht, wodurch das zustande kommt. Vielleicht ist es einfach natürlich so. Wir sind jetzt hier auf minus 2 Geld. Da müssen wir jetzt ein bisschen zurückschrauben, was wir hier reingesetzt haben. Damit wir da halt nicht mehr im Minus sind. Ich mache das mal so. Hier haben wir im Moment 34 Produktion und dadurch, dass wir natürlich alles hier reinsetzen, kriegen wir da Kultur raus. Ja, wir setzen jetzt hier auch auf Infrastructure. Und um hier die Gebäude schneller bauen zu können. Weil der ja so groß ist, können wir hier auch 11 drauf bauen. Da könnten wir also theoretisch auch ja, mehrere Sachen kombinieren. Der, Moment, ein Kolonieschiff hat was für eine Produktion insgesamt? 7500 Produktion. Wir haben ja mit diesem Bonus hier, wenn wir das hier nehmen würden, Production when building colony ship. Also da würden wir 150 zusätzliche Produktionen jede Runde bekommen. Wenn ich das richtig verstehe. Aber nur in der Homeworld. Ja, nur in der Homeworld. Also müssten wir das in Sol bauen. Dann würden wir das als unser Hauptkolonieschiff-Teil bauen. Da wäre natürlich dann die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, die Infrastructure hier weiter auszubauen. Ich weiß gar nicht, wie man das hier noch erhöhen kann. Dass man... Ich glaube, das war auch eine Forschung, die sogar am Anfang war. Robotic Subsurface Vault... Nee. Transporter Room. Ich meine, da gäbe es irgendwas, was auch noch zusätzliche Infrastructure gibt. Infrastructure Slots. Man muss natürlich auch bedenken, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Gebäuden überhaupt da drauf bauen kann. Die Deep Core Mine ist schon nett. Transporter Room. Das sind Schiff-Dingen. Starship. Off-World Support. Holodeck. Sehr improved. Das ist einfach nur, um weiter wegfliegen zu können. Ja, das wäre natürlich jetzt schon irgendwo wichtig, sowas zu finden. Falls das überhaupt irgendwie geht. Es gibt natürlich diese Racial Traits. Da gibt es eins, was Infrastructure erhöht. Das hatte ich ja vorher gezeigt. Und da wäre jetzt hier auch eine Suchoption irgendwo nett. Aber hier sehe ich jetzt mal gar nichts. Ja,
Pressurized Dome ist nett, wenn man auf irgendwelchen anderen Planeten was baut. Dann haben die ja diese Hazardous Environment und damit kann man halt ein paar Effekte davon reduzieren. Which requires high strength, translucent and very thin plastics to enclose a certain amount of population units living in a non-ideal conditions under a single roof. The dome is pressurized to suit the environmental needs of the particular species, provided the technology to generate that artificial environment is known. The dome creates a habitat with controlled air temperature, typically to an external non-ideal atmosphere, or lack thereof. One building slot is consumed for each improvement. Ja, die kann man aber auch später wieder abreißen. Ja, ich sehe aber jetzt nichts, wo man die Infrastructure erhöhen könnte. Vor allem Dingen nicht vom Anfang. Von daher werden wir wohl echt damit leben müssen, wie viel man da am Anfang hat. Umso mehr Sinn ist natürlich der Racial Trade. Das heißt, wenn wir die Heimatwelt darauf ausbauen wollen, dann können wir eigentlich nichts anderes mehr machen. Eigentlich können wir jetzt dann schon nichts mehr, das nicht mehr voll bekommen, weil, um das zu bekommen, unlocking all aerospace engineering perks, das sind ja noch 5. Das würde also sowieso nicht passen. Also, das ist ein bisschen seltsam. Capacity, ob man das noch erhöhen kann. Ich guck mal, aber ich glaube, für das Spiel gibt es zu wenig, als wenn man da was nachschauen könnte. Interstellar Space Genesis. Increase Infrastructure Capacity. Planet Infrastructure Question. Looking at the large with no improvement, this line shows 8 as it should. A huge with no improvement shows 10. Extra building slots, bla bla. Ja. Ja, dieser Building Count, der wird ja auch dadurch mitbestimmt, aber der ist ein bisschen versteckt, würde ich sagen. Und ja, also da sehe ich jetzt keine Option, um das zu erhöhen. Vielleicht gibt es da irgendwas, aber ich sehe jetzt zumindest hier vom Anfang erstmal nichts. Ja gut, die Desert Colonization, das macht ja alles wenig Sinn. Subsurface Vault. Wir können halt 2 Population mehr hin. Vielleicht gibt's auch, ja, dass man hier was erhöht, was einen zusätzlichen Infrastructure Slot machen würde. Das würde ja auch irgendwo keinen Sinn ergeben, weil es sich ja selbst dann als Pflicht werden würde, quasi, wenn man dann 2 Sachen bekommt. Ja, sehe ich jetzt nichts. Das war jetzt die Earth. Also sollten wir hier vielleicht sogar überlegen, ob wir das hier auf die Kolonieschiffe umbauen, dass wir hier hier möglichst schnell dann Kolonieschiffe raushauen und vielleicht sonst auch gar nichts. Wobei wir diese Roboter-Dings dann sicherlich auch hier bauen können. Dann bauen wir das hier eben nicht auf Kolonieschiffe aus, sondern setzen hier erstmal irgendwas auf Produktion weiter drauf. Infrastructure 1. Da muss ich aber jetzt was aussuchen, oder? Machen wir Building Construction. Confirm selecting the expert civil developers infrastructure specialization for Drados 1. Ja, damit machen wir Gebäude schneller. Ist natürlich auch so eine Frage, weil Gebäude natürlich auch nicht, man die nicht immer bauen wird, aber wir haben dann auch noch Construction Research. Was war das andere? Construction Slot in Colony, Maintenance from Buildings in Colony. Construction Slot.
Das dürfte das hier dann sein. Ne, hier haben wir aber ja sowieso genug. Also da machen wir das hier mal voll, würde ich sagen. Also da können wir jetzt schneller bauen. Wir setzen aber auch da erstmal auf Infrastructure und erhöhen das. Und oder wir setzen das erstmal auf Population. Das dauert aber trotzdem 14. Haben wir hier einen Flat-Bonus bekommen? Nee. Das würde natürlich auch hier irgendwo Sinn machen, aber eine zusätzliche Einheit würde... Der produziert insgesamt 4. Der ist also insgesamt, macht der jetzt da keinen großen Unterschied, weil das Ding 30 von dem Command Center bekommt. Also ob wir da 34 oder 38 haben, macht jetzt keinen Riesenunterschied. Aber ob wir das Gebäude mit 50 oder 25 oder 50% bauen, dann schon. Also würde ich das erstmal ansetzen. Und ja, der ist halt reduziert, weil Gravity. Und das müsste man hier dann... Gravity... Too heavy... Population... Ja, Production ist weniger, 25% und 25% Production Growth... Population Growth... Sufficient... kann man aber jetzt hier nicht draus lesen mit dem High Gravity. Ich schätze mal, dass der dann an sich 5 produziert und das schon auf 4 runtergeht. Das sollte man aber doch irgendwo erkennen können. Aber ich sehe es nicht. Pop Condition. Okay, okay, too heavy. Ah doch, da unten sieht man es. Minus 1 from gravity. Naja, also das hat man zuerst, ist es plus 4 und dann wird 1 wieder abgezogen. Okay. Wir haben außerdem das jetzt erhöht, die Support Points. Und ja, dann bauen wir halt auch das jetzt erstmal, die Infrastructure weiter aus. Und damit haben wir aber auch jetzt diese Möglichkeit erweitert, dass wir andere Sachen hier noch erkunden können. Und da ist jetzt beispielsweise auch was, wo wir theoretisch mit dem Scanner hin können, aber noch nicht mit unseren Schiffen. Da haben wir, ne, wollte den eigentlich nur anwählen. Der kann nicht dahin, der kann aber dahin oder dahin. Dann fliegt der mal darüber. Und bis wir da unten noch was machen, dauert's. Also fliegt der hier rüber und mehr haben wir nicht. Ja. Und dann kann der die anderen hier auch noch abfliegen. Und die hier, dieser Orangene und der Orangene, da können wir nicht hin. Das heißt, die könnten wir auch hiermit abscannen. Dann mache ich mal statt den, nehme ich den und dann schicken wir den nicht darüber, sondern darüber und dann fliegt er hier hin und eventuell haben wir den dann schon erkundet, wenn das soweit ist. Und Fleet Report, Ancient Ruins have been found in the Judo System. Aha. Da habe ich jetzt auch überhaupt keine Ahnung von. Ich vermute, dass man da jetzt auch nicht viel machen kann. Cannot explore ruins. A fleet must be stationed in the system so that these ruins can be explored. The odds of finding something of interest will increase if the fleet has a survey ship or an explorer leader, preferably both. Being the first to search the ruins also increases the odds. Expert explorers leaders can search ruins twice. Ja. Wir haben außerdem hier wieder Geldeinkommen. Das könnten wir theoretisch direkt wieder... Naja, 2 plus... Dann lassen wir das mal so. Okay. Da haben wir also noch Ruinen. Ja. Colony established. Colony event for Drados. The galaxy is full of surprises and mystery. And you never know what opportunities or crises might arise while you're exploring a star system, colonizing a planet,
or simply minding your own business as an emperor. Events typically require you to make a decision, but are pretty straightforward. Just read the description and then, if necessary, pick the option that you feel is best, or, for more tragic events, the option that you feel is least painful. Emperor, we thought that we had catalogued all of the anomalies at Drados 1, but our colonists are now reporting a mysterious pool that appears to have rejuvenating properties. It may be a remnant from a precursor civilization, or simply a natural phenomenon that is inexplicable to our current science, but this find could help our empire in any number of ways. What should we do? Advertise the pool and its miraculous properties throughout the empire. Anything that gets our people excited about colonizing new worlds is good. Das bringt Science Punkte. Nee, das sind Culture Punkte. Space Culture Points. The pool won't be worth much if the whole universe is crowding in to take a dip. The privilege of using it should be restricted to legal citizens of Drados 1. Pop growth in colony. Yeah, we like to let our people literally swim in forces we do not understand. Set up a special laboratory on Drados 1 to study this and other inexplicable phenomenon. Population growth bringt vermutlich da jetzt wenig, weil das die falsche Gravitation ist. Und hier meinte ich ja, die Punkte sind mehr wert als die Punkte. Das sind Research Points und das hier sind die Space Culture Points. Das ist ein bisschen irreführend mit dem S wie Science, SC. Also mache ich das. Und damit sollte das hier jetzt gestiegen sein, habe ich jetzt leider nicht geguckt. Aber da steht 2,4 from Events. Ja. Dann machen wir hier weiter. Können wir weitermachen? Ja. Da hat sich noch nichts getan. Und dann machen wir weiter. Ja. Der ist jetzt hier angekommen. Lorth. Wir haben hier einen Lava-Planeten. Da können wir aber nicht drauf. Das ist hostile. Das heißt, den schicken wir auch direkt mal weiter zum nächsten. Und mehr hat sich jetzt hier auch nicht getan. Und dann machen wir wieder weiter. Ja. So langsam haben wir die Sachen. Dann next turn. Ja, your research team have completed their work in planetary engineering field. Ja, wir können jetzt Swamp Worlds kolonisieren. Und wir haben auch noch das hier fertiggestellt. Eine Forschung. Wir haben jetzt das hier erkundet. Da haben wir nur zwei Gasgiganten. Und hier haben wir ordentlich Planeten, die aber... Na doch, das sind halt zwei, die können wir sogar kolonisieren. Also, wenn wir das entsprechend dann erforschen. Desert. Das ist gar nicht so verkehrt. Also, wäre der sogar sinnvoller als der hier. Weil wir hier dann von da aus direkt eine Koloniestation auf das andere noch bauen können. Und gleichzeitig die anderen natürlich auch noch irgendwann haben. Aber das wäre dann auf jeden Fall noch was anderes, was wir sinnvoll erkunden können. Wir haben außerdem hier noch ein Wurmloch, wo wir aber auch keine Ahnung haben, wo das hinführt. Unknown to Wormholes. Ja, wir haben die Forschung. Wir haben Infrastructure for Colony Earth. Genau, wir sind hier jetzt weitergekommen. Und da würde es dann Sinn machen, wenn wir das hier einfach komplett auf Kolonieschiffproduktion bauen, setzen, dass wir hier die Schiffproduktion weiter erhöhen. Nicht das hier, sondern das hier. Damit haben wir nochmal 375 Ship Production. Ja. Und jetzt wäre die Frage, ob die weiter das erhöhen sollen oder... Und wir jetzt Kolonieschiffe raushauen sollten. Ich gucke jetzt erstmal hier. Remote Exploration Report. Ja.
Da wäre vielleicht eine Liste mit einer Zusammenfassung nett. Damit man sieht, was denn hier überhaupt neu ist. Richness. Da sind wir ja auch noch angekommen. Da haben wir auch noch was zum Erkunden. Da könnten wir theoretisch sogar schon drauf. Hier haben wir eine ideale Gravitation. Also da könnten wir direkt auch ein Schiff hinschicken. Also wir haben jetzt zwei, die wir direkt kolonisieren könnten. Das war ja auch schon optimal. Also außer, dass es das falsche Biom ist. Dann könnten wir hier was draufsetzen. Und dann haben wir noch diese drei Wüstenplaneten, wo wir auch was draufsetzen könnten. Dann nehmen wir jetzt hier auf jeden Fall das Kolonieschiff. Dann werden wir möglichst schnell da Kolonien hinschicken. Ja. Wir haben also jetzt dann, das wird wahrscheinlich hier jetzt stehen, Kolonieschiff. Das bauen wir dann hier erstmal hin, weil das halt näher dran ist. Und dann können wir hier auch noch, das brauchen wir aber noch nicht. Tech Just Discovered. Das brauchen wir noch nicht. Da kann man jetzt auch sehen, das kostet jetzt doppelt so viel. Das kostet auch 20 Runden, das zu erforschen. Aber klar, wir haben halt nichts da reingesteckt. Weil es einfach noch viel zu lange dauert, bis wir diese Schiffe alle haben, um das machen zu können. Wir bauen ja jetzt erstmal noch ein Schiff, um das andere Sumpfding zu bauen. Und danach würde ich dann erst Schiffe bauen für das. Also das dauert noch. Wir könnten also überlegen, ob wir hier was von den anderen Sachen bauen. Ship Construction Speed in Colony. Damit würden wir entsprechend noch schneller die Kolonieschiffe rausknallen können. Robotic Factory. Ja, das wäre natürlich auch eine nette Sache. Vor allen Dingen für die neuen Sachen. Eventuell einfach beides erforschen. Subsurface Vault ist auch interessant, aber jetzt vielleicht noch nicht für die aktuell. Dann haben wir die Erkundung hier. Das hier wäre beispielsweise auch interessant. Da könnten wir ja auch noch irgendwas haben. Dann erforschen wir das. Und ich weiß nicht, ob es das vielleicht total unsinnig ist, weil wenn wir das sowieso da sowieso hinfliegen könnten. Ja, man kann ja halt auch diese anderen Sachen erkennen. Also hier kann man Current Scan Level Philopopos. Ja, der gehört da rein. Man kann ja auch andere Sachen da drin finden. Also, ja, macht schon Sinn irgendwo. Colony Ship completed in Earth. Ja, den hatten wir schon losgeschickt. Und dann haben wir Fleet Reports. New Scanning Level Basic. New Scanning Level Basic. Discovered. Ja, Wormhole. Ach, die haben zwei Wurmlöcher. Two Wormholes. Das ist nicht das zweite Wurmloch, sondern das sind zwei Wurmlöcher. Hui. Okay, also den hier könnten wir noch wieder wegschicken. Aber da wäre ja die Frage, wohin? Da haben wir nämlich aktuell nichts mehr, was der noch zum Erkunden, wo der hinfliegen könnte. Wir könnten natürlich die hier abfliegen, aber da würde der sowieso später hinkommen. Also den könnten wir auch da jetzt stehen lassen. Aktuell macht das da eigentlich keinen großen Unterschied. Den hier würde ich auf jeden Fall als nächstes dann besiedeln wollen, nachdem wir den hier haben. Und da wäre die Frage, ob wir hier jetzt nicht schon ein Kolonieschiff bauen sollen. Wenn wir... Ich kann das ja schon mal einsortieren, das dauert 50 Runden. Wenn wir den jetzt auf Produktion setzen, dann haben wir den in 22 Runden. Das hier hat aber sonst keinen Zuwachs. Also wenn wir das hier machen wollen, dann... dann müsste man da auf jeden Fall was für einen abstellen. Allerdings 22 Runden für noch eine Kolonie, das klingt schon ganz ordentlich. Man könnte das natürlich erstmal so machen und dann mit dieser nächsten Forschung, die wir hier bekommen, Robotic Factory, die wir in 4 Runden bekommen, dass wir das dann bauen. Das hier brauchen wir jetzt allerdings überhaupt nicht mehr, das kann ich auch auf 0 setzen. Und dann können wir das hier auch beschleunigen. Geld brauchen wir jetzt so nicht. Machen wir so. Dann haben wir das in 3 Runden.
Und dann können wir in 3 Runden die Robotic Factory erstmal bauen, bevor wir dann das Kolonieschiff wieder weiterbauen. Dann würde das halt da auch nochmal einen Zuwachs bekommen. Das hier wäre natürlich sehr nett, da 375... Ach, da habe ich mir aber auch vertan. Das hier sind 30% Ship Construction on Colony. Genau. Also das hier voll bekommen tun wir sowieso nicht. Das hier würde statt 20, 30% geben. Also das ist jetzt dann gar nicht so viel. Natürlich auch diese Forschungspunkte für Weapons Research. Also irgendwann würde ich das natürlich haben wollen. Aber dann würde es vermutlich Sinn machen, da jetzt die Produktion schon komplett auf das Colony Ship zu fokussieren. Damit wir da möglichst schnell wegkommen und die Planeten einheimsen können. Es kann natürlich sein, dass er gleich irgendwann ein Böser kommt und uns einfach kaputt schießt, weil wir noch nichts irgendwie mit Waffen oder Militär gemacht haben. Aber das werden wir dann sehen. Wir sind auch absolut in der Mitte vom Universum. Aber dadurch, dass wir auch insgesamt nur 6 Spieler haben, in der Mitte ist in der Mitte, aber eventuell haben wir dann trotzdem nach außen hin noch irgendwo Platz. Da müssen wir mal schauen. Gut, an der Stelle mache ich dann auch erstmal einen Schnitt. Im Moment geht es ja auf jeden Fall hier ganz gut vorwärts. Und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denne!